Okay, dann wollen wir doch mal weitermachen. Jetzt also mal Mission 4 hier ansehen. Vielen Dank fürs Kommen. Dieser nächste Test wird etwas anders sein als die vorherigen. Ja, hol dir die Details vom Assistenten. Okay, das machen wir mehr oder weniger gleich. Der Test findet in Tempel Alpha und Beta statt. Okay. Lass uns deine taktischen Kräfte testen. Der Test beginnt, wenn alle auf dem VR-Feld angekommen sind. Dann wird ein Countdown beginnen. Schaffe es zum inneren Kern des Tempels, das ist innerhalb des Zeitlimits. Okay. Na, keine Zeit zu blamieren hier. Ein solches Zeitlimit sollte allerdings kein Problem für dich darstellen. Na gut. Ja, da sehen wir tatsächlich mal wieder ein bisschen was anderes. Ja, mal sehen. Testspezifikationen. Erreiche das Ziel innerhalb der Zeit. Okay. Eliminate Enemies. Weiß nicht, wahrscheinlich nicht für jeden Gegner. Get all items. 60 Sekunden. Bitte warte, bis alle anderen Spieler bereit sind. Okay, da läuft die Zeit auch. Also die werden wir jetzt leider. Achso. Okay. Also wie taktisch das dann ist, wenn wir mal sehen. Vielleicht eliminate enemies, also ich hoffe mal, vielleicht alle Gegner in einem Raum. Ja, das waren jetzt eigentlich 30, ja. Genau. Ja, das macht aber irgendwie Sinn, dass für jeden einzelnen Gegner wäre einfach zu viel, ne? Müsste natürlich auch noch da sein, ne? Ja. Bisschen eingepfercht hier. Also das war der Gegner hier, bevor wir jetzt das Gift teilen oder so. Ich weiß noch nicht, wo wir lang gehen müssen. Dann schauen wir einfach mal hier lang. Oh, ich weiß nicht, was Find All Items dann Anführungszeichen bedeutet, möglicherweise alle Kisten zu zerstören. Ist eine Frage, ob dafür eine Minute oder was da stand oder 90 Sekunden das wirklich wert ist. Ich denke, wenn man das ausrechnet, ist man wahrscheinlich schneller, wenn man die Gegenstände dann ignoriert. Und da die Gegenstände hier relativ schwach sind, denke ich mal, dass es wahrscheinlich fast die bessere Wahl sein wird. Aber gut, wir sehen mal, wie sich das hier ausgeht. Wenn auf jeden Fall einige Gegner kommen. Einige Gegner, auch einige. Was hat die hier? Okay, wie geht's einmal hier nicht weiter?
Ich weiß jetzt erstmal noch nicht ganz genau, was hier die perfekte Route oder wie auch immer ist. Okay, wir sind nicht hier lang. Okay, aber es war erstmal soweit richtig hier. Sagen wir mal davor, dass es ja nicht alle Gegner sein werden. Wenn es bloß noch die 2-3 mehr waren, dann hat es sich, denke ich, gelohnt. Das müsste, na, so langsam. Beides auf. Interessant. Okay, wenn der Gegner jetzt hier nochmal wieder die Zeitbruch zurückbringt, genau, dann werden wir den auch mitnehmen. Bevor er sein Wiii macht. Dann rennen wir einfach durch hier. Das ist bloß um einen hier drin einzusperren wahrscheinlich. Oh, ein Grinder. Teleporter auch noch. Mal den anderen Weg entlang.
Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir in den Warp reingehen, zurückkommen. Okay, das waren jetzt nicht alle Gegenstände, aber möglicherweise gibt es dann. Muss man halt dieses Ding finden, ne? Diese Anordnung. Ob ich da jetzt einfach nur alle diese Wände zerstören? Das waren ja noch nicht mal alle, ne? Als extremst taktisch würde ich das Ganze jetzt nicht bezeichnen. Du musst halt schnell viele Gegner besiegen, mehr oder weniger. Okay. Das ist Anti-Gift, was uns fehlt. Ja, das gab keine 30 Sekunden. Na Gott. Aber wir haben erstmal nur 5 Minuten verbraucht, von daher müsste schon passen. Wie du dasselbe sagst, dann lass mal das. Sekunden hier. Fallen? Nö. Wir haben schon mal Gegner einfliegen sehen. Aber hier drin gibt's Fallen, ne? Okay, noch weg. Okay. Ja, den Ding werden wir dann nachher noch aufgrinden, wenn wir aus der Mission raus sind. Mal Gegner da oben. Okay, das lohnt sich natürlich dann schon, wenn man jetzt weiß, dass es in der Sonderwand einfach irgendwie steckt. Thank you.
Vielleicht hier drüben oder? Okay, ja. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal da lang. Wie schon gesagt, wir müssen hier den Ausgang finden, ob wir jetzt jede einzelnen Teilbereich hier finden oder nicht, ist ja eigentlich egal. Sachen hinter uns, so. Nein, das will ich, das will ich. Das einsetzen. Ich weiß nicht, wie ist es, wenn man sich hier telepipen müsste. Wie ist es mit den Countdowns, ob er dann einfach tatsächlich angehalten wird? Oder einfach weiterläuft? Ja, das waren dann wohl alle Gegner da drüben. Sieht irgendwie wichtig aus. Sie bei den Gegnern jetzt auch 30 Sekunden gibt. Erstmal hier hochgehen. Ja, ne, sonst noch mal die Lockern nehmen. Jetzt hier eingefroren werden. Eine zweite Fall, die ich nicht gesehen habe. Ja, vielleicht daneben auch vorbei. Du warst das? Das sieht doch irgendwie wichtig aus.
Achso, du bist da hinten. Links oder rechts? Dann gehen wir hier lang. Ja, offensichtlich nicht. Ja, ich denke, wir haben locker genügend Zeit hier. Aber die Barmee seht ihr, was auch immer da drin ist, das ist jetzt nicht wichtig. Ignorieren wir halt das Ding da oben einfach. Oh, das ist auch nochmal ein dicker Raum hier. Hier werden wir so bescheuerte Dinge rauskommen, oder? Erstmal nicht. Doch, siehst du. So, dich mal noch. Muss eigentlich auch Zeit geben? Ah, Timer stoppt. Okay, dann muss er ja nicht so schnell durchblättern, denke ich. Ja, Timer gestoppt. Okay. So, dann können wir noch Mono Grinder ich mal noch auf ja, plus 35 bringen. Also ne, ich habe die Examenresultate übersucht und nun, es gibt keine Probleme damit. Mit deinem bisherigen Verdienst könntest du in der Lage sein, die Anforderungen des Labors zu erfüllen. Aber wir würden gerne noch ein bisschen mehr von deinem Potenzial sehen. Bitte geh und registriere dich für den nächsten Test. Ja. Na gut. Also in den nächsten Test gehe ich jetzt ja mal stark davon aus, müssten wir jetzt ja wahrscheinlich dann den Boss auch sehen. Nee, Quatsch, nicht das. Das. Aber schauen, ob sich das wirklich so angeht wie bei Episode 1 auch. Also. Genau, wir werden 4 und jetzt 5. Danke für dein Kommen. Dachtest du, dass es hier so viele Tests geben würde? Ah, ich hatte es schon vorher schon mal gesagt und will es nochmal bestätigen. Die Mission, die für die wir rekrutieren, sind höchst gefährlich und höchst geheim. Um also herauszufinden, ob du diese Missionen handhaben kannst oder nicht, müssen wir ganz sicher gehen, dass du diese Tests bestehst.
Nicht nur das. Aber wir müssen den Besten finden. Eine relativ hohe Anzahl von Huntern sind bereits durchgefallen und graben auf. Hast du, was es braucht, um den nächsten Test zu bestehen? Lass es uns hoffen. Okay. Der Test ist selbst ist einfach. Geh zur Final Area. Okay. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich direkt gleich dorthin kommt oder ob man jetzt nochmal durch muss. Nee, muss man sich nochmal komplett durchkämpfen. Okay, dann wird das wohl die längste Mission hier werden. Weiß natürlich nicht, ob man nochmal mehr Gegner hat. Diese ganzen kleinen Krankheitsgeschichten hier wirken halt immer noch so ein bisschen nach. Aber wirklich mal irgendwann mal hier durchbringen den ganzen Mist. Ah, okay. Also werden es wieder zwei Ausgänge mit jeweils so ein Knöpfchen sein, ne? Der normale Handgun und so. Also. Die Ausrüstung hier ist wirklich uninteressant. Würde. Ah, Gift. Das brauchen wir. Wo war das? Ja, komm. Den letzten Millimeter noch. Hier, ne? Ja. Dann gehen wir noch erstmal hin. Hier keine Gegner kommen, weiß ich aber auch. Ja, okay, oder zumindest du. Solches Zeug. Okay. Nee, kommen wir nicht hin. Okay, kommen wir auch erstmal nicht weiter.
mal hierhin zurück. Schauen wir uns das jetzt mal. Ich hatte es ja fast vermutet, dass das Glück was bringt, ne? Achso, das geht gleich komplett zurück. Nun gut, dann ist er richtig. Haben wir mit dem Abschnitt hier mal erkundet. So, gibt's denn hier. Ach! Um die Ecke einmal rum hier. Interior ist ja schön. Ich habe mich gerade mal gefreut, dass es in der ersten Gruppe mal keine Poison Lilies sind, aber natürlich. Ja, sind ja keine harten Gegner, aber vergiften nervt halt irgendwann mal. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen so eine Sache, wir können natürlich jetzt den Degrinder, also erstmal können wir das Power Material nehmen. Ah nein, wir können ihn nicht benutzen. Sehr, also was heißt sehr gut, aber ja, in dem Sinne ist es natürlich sehr gut, weil das dann so, okay, ich weiß nicht, wenn man jetzt nicht 34 gehabt hätte und hätte so ein plus 2, ob er dann bei 35 gelandet wäre oder ob sie das gleich verboten hätten, das weiß ich jetzt nicht. Na gut, ist auch egal. Wir sind bei plus 35 jetzt ausgemaxt, was ja irgendwo auch okay ist. Ja, verdammt hoch. Na gut, ich meine, wir könnten jetzt zum Beispiel so eine Lockgun hier aufwerten, die so ein bisschen so ganz gute Stats oder sowas hat. Aber da müssen wir mal schauen. Blade plus 10. Ich weiß nicht, ob wir da mittlerweile dann schon. Na, wobei, das war immerhin schon das dritte, ne? Von der Art. Das ist wahrscheinlich schon relativ gut. Aber wir heben es uns erstmal auf und schauen wir vielleicht mal noch beim nächsten Mal in den Waffenshop mit rein, was wir da uns eventuell so als Angebot finden. So. Okay. Einiges an Gegnerchen hier. Das Problem ist halt,
gegen die mit diesen Daggerwaffen, die haben halt relativ wenig Stoppkraft gegen die. Das dauert ein ganz schönes, bevor die mal gestaggert werden. Jetzt auf jeden Fall mal einiges größer, wie das letzte Mal dieser Bereich hier war. Ja, noch mehr Secret Walls und was weiß ich was noch. War es kein Nachteil, wenn wir das mal setzen. Okay, wird schon offen. Also, kannst du eigentlich nicht durch, ne? Hoffentlich mit denen. Ich bin ja noch weggegangen, aber ist die Hitbox einfach so groß von dem Ding. Ja.
Das ist aber viel ausgespuckt, mein Freund. Zwei Abwehr. Nur mal ein Accuracy. Hier hinten lang. Okay. Sehr schön. Okay, das ist mal erledigt. Ja, also die Geldmengen, das Ding, meine, lohnt sich wirklich nicht. Da jetzt ewig viel Zeit damit zu verbrauchen. Es ist eigentlich wirklich perfekt eingestellt, ne? Bestimmt noch mehr fallen hier, oder? Ja. Ja, daneben. Ah, okay, dann wird da drüben der zweite Knopf sein. Die zwei Dinger hinten, also die werden wir uns nicht anlegen. War schon interessant, dass man es doch so gemacht hat, dass man doch den ein oder anderen neuen Raum jetzt hier nochmal mit einbaut, ne? Nehmen wir doch wieder gerne an. Das ist bestimmt der Brückenschalter. Also da drüben ist es, bewegt sich zumindest. Okay.
Kein Stampfer. War zu spät gesehen. Das heißt, davon wird auch so ein Ding sein, ne? Umdrehen. Gegengift können wir mal gebrauchen. Ich wollte gerade sagen, da muss doch hier auch noch so einer sein. Ja. Euch noch eindingen lassen hier, nicht einfach so an euch rankommen da. Also aber nicht vollständig. Und gut, das geht. Wieder Poison Lilies. Mal etwas Großes, so. Ja, bald Bellras. Achso, du warst noch gar nicht auf erwacht. Ja, okay. Wissen wir schon irgendwas? So, gehen wir mal nach Norden hier. Der Polo ist schon in die Mitte rein, ne? Ja. Na gut, wie lange Leid hier gibt es eigentlich nur. Moment, vielleicht findet man mal so ein steigeres von diesen Verstärkungseinheiten, aber. Die Heilringchen.
kommen. Wichtig aus. So, da wollen wir, denke ich mal, nicht hin. Hier lang. Nicht. Kleiner Umweg hier. War schon interessant, dass man das überhaupt so macht, dass die jetzt auch auf der gegenüberliegenden Seite nochmal mit spawnen. Na gut, ach du bist. Wo bist du? Irgendwo, ja. Okay. Doch dahin. Hier will ich lang. Irgendein random Teleporter. Alter, das ganze Zeug hier ist halt nicht wirklich was wert. Okay, und jetzt über die kleine Mini-Brücke hier, dann also nochmal wieder nach oben. Haha, jetzt kommen sie. So, mach ich mit euch. Okay, nochmal Gegner hier.
noch mehr? Aber unsere Evasive Power ist schon mal nicht schlecht, ne? Okay, wir haben es soweit. Sind wir erstmal soweit hier. Resta. Also normalerweise den, dann den, genau. Ja. Na, werden wir mal sehen. Achso, eine kleine Sache machen wir noch. So. Okay, also mal rein hier. Ja, und wir haben einen, naja, mehr oder weniger bekannten Bosskampf aus Episode 1. Den ich durchaus etwas... vielleicht eher nervig fand, aber gut. Natürlich ist der im Detail hier ein bisschen anders, ne? Und ich muss auch zugeben, ich kann mich da, also beim ersten wusste ich schon noch so ziemlich, was da so mehr oder weniger in der Folge nachkommt. Hier bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, wann da was kommt. Wie sowas hier. Das ist so falsch Waffe, oder? Ah ja, der. Genau, der macht jetzt natürlich auch nicht seine Stampfer, sondern macht dann hier die Geschichte. Schießt noch mal ein bisschen ein paar Bubbles hier oder irgend sowas. Was so denke ich, ja? Wie viel Erfahrung gegeben hat, kann ich selber nicht sagen. Na gut, ja, war natürlich für uns erstmal wesentlich einfacher, weil wir jetzt auch natürlich schon relativ stark hier natürlich sind. Okay, Monster Atomizer. Bitte hier. Gute Arbeit, ne? Alle Tests haben wir bestanden. Also. Ja.
Damit meinen sie dann schon hier, ne? Okay, hier rein, okay. Hä? Ein Teleporter. Ach, okay, ah, wir sind da okay, wir müssen nochmal verfahren. Gut, gut, gut. Na gut. Gute Arbeit, Handanay. Deine Punktezahlen sind genauso, wie ich es erwartet habe. Ich verändere jetzt das VR-Feld und werde dich auch in einen neuen Lauf von Tests schicken. Außerdem habe ich etwas Besonderes für dich vorbereitet, als nachdem du Barbara Ray besiegt hattest. Puls dir von meinen Assistenten ab. Ich hoffe, es hilft dir bei zukünftigen Tests. Okay. Du hast also Barbara Ray besiegt. Gute Arbeit. Okay, das beschließt den letzten der Tests für VR-Tempel. Deine Prüfungen werden auf einer anderen VR-Welt fortgesetzt. Gratulation dafür das Bestehen der Qualifizierungsrunde. Allerdings... Geh nicht davon aus, dass zukünftige Tests genauso leicht werden wie diese. Das ist ein Geschenk vom Captain. Bitte nimm es. Palasch plus 10. Okay. Das hat natürlich so viel mehr Schaden, dass es wahrscheinlich das Blade dann überwiegen wird. Und die Accuracy ist ja nur auch mal nicht zu verachten. Ne? Also es kommt ja, ich meine, noch nicht ganz an das hier ran, aber das ist schon nicht schlecht. Also das Palasch plus 10, okay. Na gut. Nichtsdestotrotz haben wir das jetzt erstmal geschafft hier. Ja. Und ja, da sollen wir dann an der Stelle hier auch erstmal reichen hier. Und ja, beim nächsten Mal werden wir mal sehen, wie es dort auf diesem zweiten VR-Feld ausgeht. Da sind wir froh, haben wir das erste doch relativ schnell, sage ich mal, hier abgeschlossen. Und ja, beim zweiten geht es dann in dieses Spaceship da rein und da erwartet uns halt mehr oder weniger nochmal eine andere Mischung an ja, bereits bekannten Gegnern, wenn man so will. Und ja, von daher würde ich sagen, schauen wir uns das doch nochmal an und ja, erstmal soweit. Bis dahin.